What's up, Leute? Willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Minecraft. Craft. In you. Ich weiß gar nicht, ob es inzwischen schon eine neuere Version von Minecraft gibt, aber ich bleibe jetzt erstmal bei der 1.3.2. Ach ja, wir waren ja mitten in der Höhle. Aha. Ja. Errungenschaft erzielt, Inventar öffnen. Ja, vielen Dank auch. Lautstärke. Ja, ist gut so. Ich habe keine Ahnung, wo ich eigentlich, wieso, weshalb, warum. Ich baue jetzt hier einfach mal Eisen ab. Auf jeden Fall bin ich von hier gekommen, das weiß ich noch. Eigentlich wollte ich ja sogar ein Haus bauen, dass ich jetzt hier in der Höhle starte. Das ist ja ganz was Neues. Das ist ja ganz ungedacht gewesen hier. Wie sieht eigentlich mein... Naja, mein Inventar ist voll super. Also irgendwie spiele ich in letzter Zeit nur noch so stückelweise Minecraft. Also irgendwie so jeder zweite Tag irgendwie mal. Meine Fresse, wie viel Kohle ist hier? Haben wir ruckzuck wieder Level 30 erreicht. Auf jeden Fall kann ich ein paar Steine rausschmeißen, wenn mein Inventar zu voll wird. Cobblestone dürfte ich nämlich, glaube ich, ein 2 oder 3 64er Decks haben. Da ist gerade Kies runtergeplopst. Ah ja. Erinnert mich an die Regel, baue niemals 90 Grad Winkel nach oben. Weil dann nämlich Lava oder sonstigen Scheiß auf einen fallen könnte. Ja gut, da geht's jetzt erstmal irgendwie, keine Ahnung, ins Nirgendwo. Hier war, glaube ich, auch noch irgendwo Eisen. Wo war das denn? Nein, Kohle gibt's hier, weil wir Kohle noch nicht genug haben. Ist die Kohle auch nochmal dran? Die Erfahrung steigt wie sonst was. Auf jeden Fall haben wir dann erstmal genug Kohle. Ja, ist ja Wahnsinn. Pluck. Ja, und jetzt sieht das mit der Axt dann auch langsam mit der Spitzhacke ziemlich schlecht aus. Darum plolzen wir mal ganz kurz wieder meine Werkbank dahin. Werkbank? Holz? Kann mal einer verraten, was für eine Scheiße ich im letzten Part gemacht habe? Ja, super leck. Die Kohle, an der ich angeblich nicht drankomme. Ey, wollt ihr mich verarschen jetzt oder was? Ich könnte schwören, dass ich meine Werkbank ist nicht hier. Hä? Ich dachte, die hätte ich mitgenommen. Was leckt hier zur Hölle? Ja, ist ja super. Zombie-Gestöhne. Nun kann ich ja meine beschissene Werkbank suchen oder wie oder was? Oh ja, gut. Und ich habe auch kein Holz. Das kommt noch schwerstens dazu. Wo ich mich dann wirklich fragen kann, was für eine Scheiße ich hier eigentlich gemacht habe. Und ich keine Ahnung habe, wo es weitergeht.
Weil, wie gesagt, es ist wieder 2, 3 Tage her. Und ich darum keine Ahnung mehr habe, wo ich überhaupt wo lang gegangen bin. Oder geht's darunter? Nee, nee. Kann das sein, dass ich hier im Kreis gehe? Oh. Nee, da gehe ich lieber nicht lang. Wie hoch geht das da bitte? Ja, okay, dann segeln wir uns mal langsam nach oben, mal sehen, was uns da erwartet. Das könnte jetzt etwas wehtun. Au, ouch, aua, ouch, Wiedersehen, ich bin tot. Ey, ihr wollt mich doch alle verarschen, ganz ehrlich. Wirklich jetzt? Das kann doch wohl nicht euer Ernst sein. Nun bin ich irgendwo in einem scheiß Bach ertrunken. Was gibt's da zu glotzen? Nun kann ich den scheiß See suchen, um meine befickten Items zu suchen. Ja, geil. Das Tolle ist ja, die sieht man auf der Kackkarte, glaube ich nicht. Ja, somit fangen wir wieder bei Null an. Super. Geil. Wegen einem beschissenen Herz. Hätte ich ein Herz mehr, wäre ich hochgekommen. Wenn ich nicht gleich dieses Dreckspapier finde. Ja, somit fängt der Part ja super lustig, geil, spannend, geil, motiviert an. Oh, mich kotzt langsam an hier. Wieso? Wo ist denn? Habe ich nicht so einen Dreckskompass gehabt? Hatte ich nicht zwei Kompass? Nein, ich glaube, ich hatte nur einen Kompass und der ist natürlich jetzt auch weggegangen. Das kann nicht euer Ernst sein, ne? Obwohl, guckt mal, Leute, da ist jetzt ein Seehell geworden, wo ganz viel Wasser ist. Könnte es tatsächlich sein? Das ist natürlich jetzt ein bisschen doof, ohne Schwert dahin zu gehen, ne? Vor allem meine Eisenrüstung, die will ich wieder haben. Oh, Scheiße, ey, schneller! Und dreckiges Essen brauche ich auch. Also, zum Glück habe ich ja hier die Dinger hier. So, Notproviant. Stöcker dürfte ich auch noch irgendwo haben. Zur Not mache ich mir einfach welche. Ja, komm, ja, benutze ich. Aber ich habe ja sogar noch welches. Eins, zack, zack. Eisenschwert. Fackeln wäre natürlich auch nicht schlecht. Sehr wunderbar hier. Falls es dunkel wird. Zuff. Puff. Los, Karte, los. Such mir den Platz. Das muss definitiv da sein. Da ist nämlich auch. Es war ein großer See, den ich noch nicht hell gemacht hatte, glaube ich. Gehen wir mal davon aus, wir sind in der Höhle ziemlich weit gegangen. Darum auch sind wir, haben wir da jetzt so einen extra Platz hell gemacht worden. Ja, zu scheiße, dass man die Items jetzt nicht sehen kann, ne? Geht man davon aus, dass ich hier genau in der Mitte dann gestorben bin des Sees, dann dürfte ich ja eigentlich den ungefähren Platz sehen.
Aua. Ist nur eine Frage, wie ich runterkomme. Hier ist nur so ein scheiß Tintenfisch. Das müsste ja hier irgendwo sein. Meine Items dürften ja, glaube ich, sogar an der Oberfläche, oder? Dürften auch irgendwo zu sehen sein, oder? Wie gut, dass ich nämlich nichts sehe, außer so ein komischer Tintenfisch, der da um sich im Kreis dreht. Ey, du Penner, kannst du mir da zeigen, wo es weitergeht? Ey, ich lasse jetzt hier keine Ruhe, bevor ich jetzt meine Items wiedergefunden habe. Das interessiert mich nämlich jetzt. Ja, super. Das muss doch hier sein. Die Tintenfische finde ich echt ein bisschen komisch hier. Interessant, wie tief das da geht, ne? Und interessant, wie langsam ich mich hier im Wasser bewege. Oder ist das jetzt wegen Sumpf? Wegen dem Sumpf. Ja, super. Ich kann's nicht oft genug sagen. Gerade erst angeschaut, das war echt ein Fehler, Minecraft zu spielen hier. Nun kann ich hier in diesem beschissenen Wasser rumplanschen und meine Items suchen. Die irgendwo ins Nevada gespült sein könnten. Ich könnte natürlich jetzt auch einfach in die Höhle wieder reingehen, obwohl ich jetzt auch nicht mehr weiß, wie ich da überhaupt reingegangen bin. Ich hätte auch ganz einfach jetzt... einfach nochmal das Video anmachen können. Nee, das ist viel zu weit draußen jetzt. Das war außerdem nur so eine Art Teich, oder war das? Habe ich mich das nur geirrt? Tja, geil. Ich glaube, da ist es sogar schlauer, wenn ich in die Höhle zurückgehe. Vor allem, wenn ich jetzt hier weiter schwimme, dann verschwinden auch die Items sowieso irgendwann. Ey, das kann's nicht sein. Wieso habe ich Minecraft gestartet? Wieso, ey? Vor allem, wieso habe ich kein Holz mehr gehabt? Wieso habe ich die scheiß Werkbank nicht dabei? Und wieso, weshalb, warum? Hätte ich mich sowieso nicht nach oben buddeln können, weil ich keine scheiß Spitzhacke mehr hatte. Den Berg merken wir uns mal. Der sieht echt geil aus. Wieder so ein scheiß Zombie-Gestirne hier. Nee. Vor allem, das kann auch hier irgendwo gewesen sein. Das ist unmöglich. Super. Obwohl die scheiß Höhle da so viele Auswege hatte, ne? Hätte ich einfach zurückgehen können und dann wäre ich sowieso früher oder später zum Ausgang gekommen. Zu einem der drei. Oder vier. Aber ich muss ja wieder irgendwie so eine Scheiße machen und... mein Glück aufs Spiel setzen, was ich sowieso nicht habe.
Ja, du mich auch. Und vor allem jetzt, welcher Eingang war jetzt der richtige? Bin ich nach da hinten weitergegangen oder bin ich hier irgendwie rein? Oh, scheiße. Da ist es dunkel, aber da auf jeden Fall nicht. Ich kann mich erinnern, dass ich hier lang gegangen bin. Und weiter und weiter. Jetzt müssen wir hier mal kurz mal unseren Weg rekonstruieren. Da ist Lava, da bin ich auf jeden Fall nicht weitergegangen. Da ist eine Fackel, das heißt, hier bin ich auch lang gegangen. Ich gehe jetzt hier einfach mit irgendeinen scheiß Sachen rein, weil ich unbedingt jetzt wissen will, wie es weitergeht. Noch mehr Fackeln und noch mehr Fackeln, noch mehr Fackeln. Hoffentlich können wir keine Monster jetzt, habe ich nämlich gar keinen Bock drauf. Hier ist diese Stelle, wo ich nicht rausgekommen bin. Dunkel, da bin ich nicht rein. Aber auf jeden Fall bin ich hier ungefähr in der Nähe von meinem Todespunkt. Natürlich müssen hier Zombie rumstehen, ne? Weil klar. Da glotzt ein Skelett. Ach, hier war ich aber auch noch nicht, oder? Mich lockt das Licht gerade zu sehr an, wie die scheiß Mücken an der Laterne. Irgend so ein scheiß Skelett hatte mich gerade im Visier. Ey, hier bin ich gar nicht gewesen, verdammt. Verbrennender Lava. Geh ich mal nach da hin. Creeper, der kommt ein bisschen zu spät. So, Fackeln, Fackeln, Fackeln. Hier sind weitere Fackeln. Irgendwo muss Wasser sein, oder? Na toll, hier ist eine scheiß Sackgasse. Oh, nee. Ich finde die nie wieder mehr. Wenn ich mich wenigstens an meine Höhle erinnern könnte, wo ich mich am Anfang des Let's Plays verlaufen habe. Piss dich. Da müsste ich wirklich echt meinen... Hey, da ist so viel Kohle und Eisen jetzt draufgegangen. Es war nicht so, als ob ich hier nicht genug hätte... War da unten nicht ein Creeper, der da mal rumgeplanscht ist? Ja, doch. Da bin ich, glaube ich, weiter geradeaus. Da habe ich gesagt, oh, da ist ein Pilz. Wo geht's da hin? Hier steht ein Zombie rum. Ist das vielleicht der Zombie, den ich vorhin gesehen habe? Gemeint habe? Doch, hier, doch. Ja, das, die Stelle kenne ich hier. Ich glaube, ich bin runtergegangen, ne? Ich bin da wieder zurückgegangen. Nur kurz mal, um sicher zu gehen. Wahrscheinlich sind die Items jetzt wahrscheinlich eh schon wieder weg, aber ich will da ganz kurz mal gucken. Ich glaube, gleich bin ich, weiter bin ich gleich nicht mehr gegangen, ne? Los.
Hier sind noch überall Fackeln. Und weiter als hier bin ich nicht gegangen. Da war ja dieser komische Creeper, genau. Da bin ich hier wieder zurückgegangen am Anfang des Let's Plays. Weiter weg, weiter weg, weiter weg. Da bin ich hier runter. Dann bin ich hier auch weiter runter wieder, genau. Da bin ich, glaube ich, rechts abgebogen, wenn ich mich recht erinnere. Falsch. Nein, so viel zu dem Thema. Irgendwo muss doch Wasser gewesen sein, ne? Da, wo ich nach oben wollte. Wasser! Gut, da bin ich halt nach links gegangen. Gut, da gehe ich mal nach links. Oh! Nein, hier war ich nicht. Toll, jetzt komme ich nicht mehr hoch. Weil ich keine beschissene... Das ist nicht euer Ernst. Rette mich, Kies. Den kann ich zum Glück mit der Hand abbauen. Ist auf jeden Fall eine spannende Folge. Vor allem für mich auch. So, jetzt komme ich hier wieder hoch. Ich müsste doch jetzt langsam mal an dieser Stelle mit dem Wasser sein, oder? Hier ist der Zombie. Los, Mensch, sag mir doch mal, wo. Super, jetzt geht's ja sowieso wieder 1000 Wege. Jetzt weiß ich sowieso nicht mehr, wo ich lang gegangen bin. Ja. Ja, das sieht sehr vielversprechend aus hier. Ist natürlich jetzt lustig, wenn die Items jetzt hier so alle schön runtergeploppt sind und alle schön in die Lava gefallen sind. Wo bin ich auf der Karte? Ich muss mal ganz... Das muss ich mir merken jetzt. Ich bin... kann man unter Wasser Zuckerrohr platzieren? Ich weiß es nicht. Kriege ich dadurch dann Luft? Es ist übrigens nachts draußen. Super. Ja. Jetzt kommt der lustige Teil, Leute. Nee, meine Items sind weg. Die müssten noch hier irgendwo liegen. Halt die Schnauze, du Kackhöhle. Schwimmen, schwimmen, schwimmen. Ah, cool. Man kann es doch unter Wasser atmen. Ja. Allerdings... Items weg. Alle weg. Das ist ja geil. Auch wenn man hier überhaupt nichts sehen kann im Grünzeug. Ich werde die Hoffnung irgendwie nicht aufgeben, ne?
Aber vielleicht ist mein Bildschirm auch noch zu dunkel eingestellt, weil dieser scheiß Tintenfisch hat mich jetzt gerade verjagt. Die Items sind Geschichte. Weil ich zu langsam war. Weil das übertrieben viel Energie abzieht, ja, scheiße. Wenn man unter Wasser mal besser sehen könnte. Meine schönen Items sind weg. Habt ihr bestimmt auch gefressen, ihr Scheißviecher? Was ist das da eigentlich? Oder die Items sind wirklich darunter gefallen und sind alle in die Lava geflutscht. Weil ich bin genau hier gestorben. Dann könnten wahrscheinlich die Items da wirklich runtergefallen sein. Ja, schöner Ausflug. Schönes Let's Play. Wir haben viel gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe jetzt wirklich ein Part damit verschwendet, hier wirklich nonstop diese scheiß Items zu sammeln. Und jawu. Und haben alles verloren. Ist das eigentlich normal, dass die Tintenfische hier irgendwie so im Sand drin stecken und irgendwie so sich so bewegen? Weiß nicht. Wo will ich eigentlich hin? Ich bin total von diesem Berg da begeistert, ganz ehrlich. Wenn der da oben wirklich so platt ist, ne, dann ist das ja der ideale Berg. Da gehe ich jetzt mal hin. Dann ist das ja der ideale Berg überhaupt, da oben was drin hinzustellen. Wenn er jetzt noch platt ist. Können wir mal sprinten, danke. Und somit beginnt unsere ganze beschissene Erfahrung nochmal erneut. Todescounter beträgt 3. Enderman, Enderknecht im Offscreen. Creeper, Penner im vor 2 oder 3 Parts ungefähr. Und jämmerliches Ersaufen jetzt. Wahrscheinlich ist das so ein Kackberg, der auf der anderen Seite so wieder bergab geht. Das ist wieder doof. Wenn ich mal raten dürfte. Wir haben übrigens gerade Donnerstag. Donnerstag. Da läuft gerade Frauentausch im Fernsehen. Jetzt sagen gerade viele, oh mein Gott, guckt er sich das tatsächlich an? Nö. Wenn ich jetzt ein Let's Play mache, kann ich mir nicht angucken. Ups. Oh, das sieht sehr einfach aus, wie man den Berg besteigen kann. Wie man den Berg besteigen kann. Ja. Ja. Der Berg ist geil. Ein bisschen uneben, aber das kann ich ganz locker kurz wegmachen. Das dauert 2 Minuten, dann ist hier alles platt. Fahren, ich kann hier eine richtig geile Bude oben hinstellen. Sogar eine richtig große. Von hier oben dann richtig schön mal weit glotzen zu können und den Sonnenuntergang zu glotzen und hat man nicht gesehen. Ich könnte mir sogar eine richtig geile Brücke bauen dahin. Zu einem weiteren Haus. Oh, cool. Okay. Also östlich von unserem Haus.
Dort befindet sich ja hier der Berg. Am besten, wir können ja mal was platzieren, aber ich glaube, das sieht man dann von der Karte aus nicht. Es wird übrigens dunkel. Sieht man das auf der Karte?